Hallo Leute, ich gehe gleich weg. Ich treffe mich gleich mit einer Freundin und das hier ist mein Outfit. Ich trage diesen wollweißen Schal hier. Dann trage ich wieder ein weißes Oberteil von H&M. Das ist so ein Pullover. Den kennt ihr schon von mir. Dann trage ich diese Tweedjacke hier. Die ist von Pieces, glaube ich. Aber die habe ich im Sommer gekauft im Sale. Die, glaube ich, bekommt ihr leider nicht mehr. Dann meine Jeans von Mango, so eine helle, und dann meine neuen Schuhe von Limelight und dann meine Zara-Tasche und mein H&M-Ring. Und ja, das ist mein heutiges Outfit. So sieht es aus. Und ich gehe dann mal los und wir sehen uns dann im nächsten Outfit. Hi Leute, das hier ist mein heutiges Outfit. Ich treffe mich gleich mit meiner Schwester und komme gerade von der Arbeit und habe jetzt einfach mal schnell das hier angezogen. Ich dachte, ich zeige euch das mal eben. Ja, ich habe jetzt so Wimperntusche drauf, meine Haare gewaschen und Luft trocknen lassen. So sieht es dann aus. Dann den Schal. Weiß ich nicht mehr, woher der ist. Der ist schon ziemlich alt, aber bei Gina Tricot gibt es so ähnliche. Habe ich gesehen. Dann diese Felljacke aus dem letzten Jahr von Zara. Und dann einfach so eine mittelblaue Jeans. Und dann diese Schuhe von H&M. Und ja, so eine schwarze Tasche. Das ist eine ganz normale schwarze aus Leder. Nichts Besonderes, richtig schlicht. Und ja, das ist mein heutiges Outfit. Gut. Wir sehen uns im nächsten Outfit. Bis dann. Hi Leute, ich gehe gleich ins Kino und das hier ist mein Outfit dazu. Ich trage diesen grünen Schal hier, der geht von so einem dunklen Grün ins helle Grün über und ist so ein bisschen auf Ombre gemacht. Den habe ich mir jetzt bei H&M gekauft neulich. Der war reduziert und der kostet 3 oder 5 Euro. Also ihr bekommt den jetzt noch aktuell. Dann trage ich diese Handschuhe gleich dazu. Die sind aus Wildleder und ja, halt passend zum Schal auch in so einem Grün. Ich finde die sehr, 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 sehr schön und ich mag ja Lederhandschuhe sehr gerne. Die waren von 20 Euro auf 10 Euro reduziert. Auch bei H&M. Mein Freund wartet schon. Auch bei H&M und ja, passt halt. Dann trage ich pinke Lippen dazu, dass es ja, noch so ein bisschen bunter ist. Und den Rest habe ich eigentlich in schwarz gehalten. Ich trage einen schwarzen Rollkragenpulli dazu. Dann meine schwarze Zara-Lederjacke und meine schwarze Fleece & Company-Tasche und eine schwarze Röhrenjeans und schwarze Stiefletten. Also ja, eigentlich ganz schlicht und wir müssen jetzt los und wir sehen uns dann im nächsten Outfit. Bis dann. Hey Leute, ich zeige euch jetzt mein Outfit. Ich trage diese Mütze vom Primark, das ist die Bärchenmütze. Ich glaube, ihr kennt die alle, die ist auch noch aktuell. Ich habe gerade was im Auge. Dann einen grauen Schal, weil es einfach passt. Dann ein weißes Oberteil, also ein Pullover von H&M. Der ist jetzt auch gerade zur Zeit reduziert bei H&M. Dann meine Lederjacke. Dann die Leggings, eine schwarze Leggings aus der Kinderabteilung von H&M. Und dann so Fake-Up-Boots, auch aus dem Primark für 6 Euro. Und dann diese Tasche hier. Von Mango aus dem letzten Jahr. Und so sieht das Outfit dann aus. Ist einfach so ein Alltagsoutfit und ich gehe dann mal los. Bis dann! Hallo, ich wollte euch wieder schnell mein Outfit zeigen. Ich gehe gleich einkaufen. Das Outfit ist zwar nichts Besonderes, aber ich finde es ganz cool und deswegen wollte ich euch das schnell zeigen. Ich trage diese graue Mütze hier von H&M. Die ist aber schon ganz alt. Ja. Gibt es nicht mehr, aber gibt es ja eigentlich überall sowas zu kaufen. Dann diese Strickjacke hier, die ist von Zara. Die habe ich mir mal im Sale gekauft. Ich glaube nicht, dass ihr die noch bekommt, aber einfach so mal als Inspiration. Diese Steine hier habe ich mir selber drauf gemacht. Die Leute, die mich länger verfolgen, die kennen die Jacke. Dazu gibt es auch ein Video. Dann, ja, der Rest ist eigentlich in schwarz gehalten. Schwarzes Oberteil, schwarze Röhre und schwarze flache Schuhe. Ja, also wie gesagt, nichts Besonderes, aber ich mag es irgendwie total gerne. Ich gehe mal mit euch zum anderen Spiegel. Weil ich glaube, hier könnt ihr es
vielleicht ein bisschen besser erkennen. So sieht das dann aus. Gut, wir sehen uns im nächsten Outfit. Hey Leute, ich zeige euch schnell mein Outfit. Ich trage einen dicken schwarzen Schal von H&M, einen dicken schwarzen Cardigan von H&M, darunter noch ein. Dann mein selbstgemachtes Yves Saint Laurent Shirt, dann meine Lederhose von Primark, dann meine Schuhe aus dem No-Name-Laden, so schwarze, dann meine schwarze Zara-Tasche, dann einfach nur so ein goldenes Armband und einfach mal ein Zopf. Und so gehe ich schnell in die Stadt und wir sehen uns dann im nächsten Outfit. Hi Leute, ich gehe gleich was essen mit meinem Freund und ja, wir gehen sozusagen schick aus und deswegen wollte ich euch bei der Gelegenheit mein Outfit zeigen. Ich hoffe, ihr erkennt was, weil es ist jetzt schon dunkel und ich habe nur so Lampen, die nichts bringen eigentlich. Deswegen hoffe ich, das geht. Also ja, mein Gesicht ist noch nicht fertig. Ich bin jetzt erstmal angezogen und wollte euch das einfach mal schnell zeigen, weil es geht ja eigentlich nur ums Outfit. Also ich trage die Leopardenbluse hier von H&M, die ich im Sale gekauft habe. Dann trage ich meine Standardkette, meine goldene. Dann das Armband von Bijou Brigitte. Und eine Lederhose. Also die ist nicht Lederoptik, sondern schon ein richtiges Lederimitat. Das ist so eine PVC-Hose, also aus PVC-Stoff. Und dann trage ich schwarze Stiefletten dazu. So sieht das dann aus, das Ganze. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und ja, die Haare werde ich, denke ich, offen lassen. Zu der Bluse wollte ich sagen, die gibt es, glaube ich, nicht mehr bei H&M, weil ich hatte die ja schon im Sale gekauft. Und deswegen wollte ich euch Bescheid sagen. Im Primark habe ich so welche gesehen. Und bei Mango haben die ganz viel in dieser Leopardenoptik. Und irgendwie sind die Läden voll davon, ist mir so aufgefallen. Und deswegen würde ich dann da auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr auf der Suche seid nach einer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Outfit gefallen. Ich drehe euch nochmal um. Und vor allem hoffe ich, es ist irgendwie nicht zu langweilig, weil ihr merkt, glaube ich, dass ich so meine Lieblingssachen habe, meine Lieblingsstücke. Und die trage ich sehr oft und sehr gerne. Das seht ihr halt an meinem Schmuck und an meinen Taschen. Und ich glaube eigentlich, ihr kennt schon meinen ganzen Kleiderschrank. Deswegen bitte ich euch, wenn es euch einfach zu langweilig wird, sagt mir Bescheid, ist kein Problem. Dann mache ich das Street-Style-Video halt im Frühling wieder, wenn ich andere Sachen trage. Weil, keine Ahnung, ich denke mir immer so, ja, kennen die eh schon alles und ist bestimmt langweilig. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, deswegen sagt mir einfach Bescheid und dann stoppe ich die Reihe und dann mache ich halt im Frühling weiter. Ja. Das wollte ich mal loswerden und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Outfit. Bis dann! Hi Leute, ich gehe gleich auf eine Geburtstagsparty und ich wollte euch eben zeigen, was ich trage. Ich trage diesen Blazer hier, den habe ich mir jetzt neulich bei H&M gekauft. Der ist reduziert auf 20 Euro. Ja, der ist halt schwarz und hat dann so bunte Pünktchen da drauf. Das sieht so ein bisschen nach Fusseloptik aus, aber es sieht jetzt auf jeden Fall schon gewollt aus. Also ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. Dann trage ich einfach so einen Pulli mit so einem Schößchen hier dran von H&M, der ist aber schon älter. Und meine goldene Uhr. Dann die Klatsch hier vom Primark. Die bekommt ihr, glaube ich, jetzt auch noch zu kaufen. Den Pulli nicht mehr. Und dann einfach wieder eine schwarze Röhre und dann diese wunderschönen, ich zieh mal aus, diese schönen Pumps hier von H&M, was ja die beiden Abteilungen und die sind auch reduziert von 25 Euro auf 7 Euro in so Petrolfarben und finde ich wunderschön. Die sind so aus Wildlederoptik und ja, dazu trage ich dann noch diesen Ring hier von Primark und ja, so gehe ich dann auf den Geburtstag und wollte ich euch einfach mal zeigen, weil die Sachen fast alle aktuell sind. So sieht das von Weitem aus. Bis dann.